Du Verräter, Maximus! Komm, Lockjaw, kehren wir zurück! Das gefällt mir nicht, Medusa. Erst wird unser Königreich Aquilan hierher versetzt und dann diese Eroberung. Wir müssen in unserem eigenen Königreich herumschleichen. Sag, Triton, ist es, wie wir dachten? Noch schlimmer, Hoheit. Die Kree konnten uns angreifen, weil unser Schild von innen deaktiviert wurde. Wie? Verzeiht, König Blackbolt, aber ich sah euren Bruder Kree-Truppen anführen. Gut. Die Sicherheitssysteme des Palasts sind deaktiviert. Du musst deinen Bruder wohl zur Rede stellen. Statten wir dem Thronsaal einen Besuch ab? Ach, da ist es. Es wäre töricht, die Tür zu öffnen, ohne zuvor die Bedrohung auszuschalten. Ziel gefunden. Jo. Zugang zum Palast nicht gestattet. Befehl seiner königlichen Majestät, König Blau. Verteidigungssysteme aktiviert. Okay, ich warte. Ich weiß schon, wer jetzt hier gerne was war, labert. War auch eine Blechbüchse. Vielleicht wird es relevant, dass du endlich mal kaputt gehst. Hallo, hörst du mal? Jetzt ist scheiß Ding ausschalten. Oh Mann! Nicht. Wir müssen uns beeilen und Maximus besiegen. Ist ja mal langsam gut hier mit diesem hässlichen Roboter vor der Tür. Geschichte fortsetzen, ja bitte. Oh. Willkommen zu einem weiteren JJJ Livestream. Diese Kree, hinter denen die Guardians her waren, arbeiten nicht allein. Laut einer meiner Quellen arbeiten die Crew jetzt mit einem weiteren Shagankanks, einem Inhuman namens Maximus der Verrückte. Ha, wenn ich nicht bald aus Chronopolis rauskomme, kriegt Maximus der Verrückte es mit Jonah, den Wütenden, zu tun. Jo. Maximus hat den Crew geholfen, die Inhuman-Stadt Attilan einzunehmen, weil er seinen eigenen Bruder Black Bolt vom Thron stoßen will.
Also hat Black Bolt seine Familie versammelt, um die Stadt zu befreien und den Thron zurückzugewinnen. Meine Quelle berichtet, dass Black Bolt die königliche Familie nicht mit einer Rede beeindrucken konnte, weil seine Stimme ja diese wahnsinnige Zerstörungskraft aufweist. Gefuchtel und Grimassen reichten aber auch. Super. Maximus will uns bestimmt in eine Falle locken. Ah, betretenes Schweigen. Findest du es nicht auch unerträglich? Maximus, wie kannst du nur den König verspotten? Du weißt, dass er nicht sprechen kann. Lass uns herausfinden, ob er schreien kann. Lockjaw, teleportieren! Man sagt, Taten sagen mehr als Worte, nicht wahr? Ach komm schon! Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich euch einfach so durch den Haupteingang spazieren lasse? Maximus, wenn ich dich finde, schwöre ich. Ejo. Oh, wie aufregend. Doch ich möchte euch erst einmal willkommen heißen in meinem Geräteschuppen. Ich super. Würde sehr gerne eine Führung anbieten, aber dieses Königssein nimmt so viel Zeit in Anspruch. Stimmt's, Blackagar? Ja, auf jeden Fall. Das fühlt sich mehr an wie eine Aktivität für Oberflächenbewohner. Wow. Damit nicht der Hund kann auch mal, natürlich. Der Hund ist so stark und kann die Griffe kaputt machen. Lockjaw, wer ist dein braves Hündchen? Ah, wie ich sehe, habt ihr es durch die Tür geschafft. Gut gemacht. Solltet ihr uns wieder verlassen wollen, findet ihr den Ausgang an der Zimmerdecke. Gleich hinter einer undurchdringbaren Ecotech-Vibranium-Tür. Viel Glück. Seid ihr sicher, dass wir mit dem verwandt sind? Da stimmt doch was nicht. Warum sollte uns Maximus verraten, wie wir hier rauskommen? Das klingt nach einer Falle. Aber ich schätze, wir haben keine andere Wahl. Ja, schütze mal auf. Genau, und sich wieder teleportieren. Ja. Eine Hundestatue. Wer weiter muss. So, wir gehen wieder hoch. Braves Hündchen. Oh, Black Widow kommt hier durch. Die haben wir ja schon getroffen, auf jeden Fall. Im Laufe des Spiels. Die ist ja auch heute dabei. Bei dem Level. Hat Black Widow ja durch, weiß ich, wenn ich es auch schon in anderen Spiel getan. Aber Black Widow kommt bisher in diesem Spiel nicht vor, deswegen ja. Nett. Hier stehe auch noch da und war doch eine Trachtbügel oder was. Ich weiß nicht, was der Breeder gerade macht, aber der kann ja irgendwas machen. Ah, das wirkt nützlich. Wenn ich darf. Ja.
Hä? Also? Mann, nervt doch nicht! Ja, aber doof, also ist, weil er hüpft da hoch und dann Dings. Nee, ich meine da. Geh mit euch im Weg. Mann. Wenn die Typen aufhören, im Weg rumzustehen, jetzt irgendwie schafft ihr es gar nicht. Jetzt. Muss auch darüber. Was schon da? Rutscht er? Ich weiß nicht, warum. Hä? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Mann! Hört doch mal auf, jetzt in da unten im Weg rumzustehen. Ich guck grad, warum er doof ist. Wollen wir noch irgendwas machen vorher? Irgendwas rausziehen oder so? Na wo? Soll was gehen? Warte, er leuchtet was. Was kann der andere Tinte hier? Warte. Mann! Stell dich doch nicht in den Weg. Warum lande ich nur immer wieder in der Patsche? Danke. Danke. Wer hat euch hier eigentlich hier rauf bestellt? Alter. Jetzt fühle ich mich ein wenig grün um die Kiemen sozusagen. Das interessiert mich ein Scheiß. Mann. Elender Saftsack. Wirklich. Mann, nimm doch die scheiß Handlanger mal hier weg. Die stören nur. Mann, hört doch mal auf, hier rumzutanzen. Ich brauche Hilfe.
ist ja schon nervig genug, dass hier Eisstrahlen sind. Meine Güte. Holt mich hier raus. Hallo. Ich dachte, du bist ein Meeresbewohner. Ich glaube, dann könntest du da abtauchen, genau. Sag mal, was willst du hier? Meine Güte. Ah, Maximus denkt wohl, den Thron Attilans zu stehlen, sei nur eine Art verrücktes, kindisches Spiel? Wir werden dafür sorgen, dass er dieses Spiel verliert. Mann. Lautes, um das zu zerbrechen. Vielleicht ein ganz leises Flüstern, mein Gatte? Er hat was gesagt. Ach, so geht die Schätze hier auf. Geh weg, da Güter. Du gehst recht weg. Ich hätte mir das Gefühl nicht, dass ich diese das Zeug, was man mal nach rumbackt, jetzt gleich auch noch benutzen muss. Was jetzt 2 von 3 ist. Ja, ist gut. Ach, jetzt funktioniert das überhaupt erst. Ja, gut. Jetzt sind nämlich gerade die Stäbe ausgefahren. Jetzt. Okay, es war nicht verbuggt. Es war wirklich so, wie ich dachte, dass das ja später geht. Ich habe gesagt, ich will erst mal gucken, ob ich einen Weg dazu finde. Und ja, jetzt funktioniert's. Weil nein, ich will da nicht hoch. Weil jetzt ja auch nicht zu verfolgen. Ja, guck, jetzt sind die Stäbe nämlich ausgefahren. Das, was mich gerade schon gewundert hat. Dass er nicht festhält, sondern direkt abrutscht. Also, zieht sich da rein. Was seid ihr noch für Glückspilze? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so weit schafft. Abel schützt vor Wahnsinn nicht. Beeilen wir uns, hier irgendwie rauszukommen. Na. Ja.
Na, werdet ihr bald fertig. Wir beiden. Bitte, es gibt keinen Grund für Gewalt. Naja, jetzt reicht. Naja, jetzt habe ich keine Zeit mehr für dich, du nervst nur. Ich werde dich ja nicht los, also. Dreht mir gerne hinterher, aber ich bin beschäftigt. Dabei habe ich nicht gerade was gesagt. Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich beschäftigt bin? Nervst du denn jetzt? So, jetzt müsste der Weg frei sein. Als wäre es unser Weg nach draußen. Jetzt müssen wir Maximus finden. Super. Willkommen, Familie. Am Hofe. Von Maximus dem Großen. Du bist super. Nichts als eine Marionette der Kree. Du hast nichts mit deinem Bruder gemein. Na und? Wer hat zugelassen, dass Kang unsere Stadt verschleppt? Ronan und seine Kree haben einen Nexus-Splitter. Mit unseren vereinten Kräften zerquetschen. Ja, du bist wohl nicht auf dem neuesten Stand. Ronan hat keinen mehr. Maximus. Besteht das denn niemand? Maximus, du bist von Sinnen. Bitte, tu das nicht. Ihr werdet es schon sehen. Meine kleinen Freunde zeigen es euch. Auf geht's. Junge, musst du jetzt davon springen? Oh, das macht ja richtig Spaß. Wie lange habe ich darauf gewartet? Oh. Familie? Du meinst die Familie, die mich hier an der Außenseite behandelt hat? Ich bin besser als jeder von euch. Das ist bestimmt kein Problem für die Königin der Inhumans. Ja, was war das? Ihr habt es beschädigt. Jetzt werde ich aber richtig sauer. Bitte, wir möchten dich nicht verletzen, Maximus. Ach, keine Doch, das möchte ich. Danke. Ich wollte aber gerne hier bleiben und nicht im Raum daneben. Komm, jetzt ziehe ich nochmal meinen anderen Bein. Wir müssen es ja nicht länger ziehen, als es muss. Oder Maximus. Ja, ich schmeiße mich wieder weg, aber ich habe schon die andere Stelle gesehen, an der ich ziehen kann. Wir kommen nicht nahe genug heran, um ihn anzugreifen. Es muss eine Möglichkeit geben, den Kraftfluss umzuleiten. Ja, okay, ich muss glaube ich erst ein Schutzschild loswerden. Wie lange ich jetzt auch hab. Oh, hier ist ein Scheiter. Aua!
Doch. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Es ist vorbei. Nein, das ist es nicht. Ich habe noch ein paar Asse im Ärmel. Doch. Was ist es? Mal sehen, was ihr dazu sagt. Ich sagte euch. Alter. Muss das jetzt ihnen jetzt sehen? Schwerkraft, um uns herum zu beeinflussen. Wir können nicht angreifen. Es muss doch einen Weg geben, ihn zu erreichen. Clipboard. Ja, natürlich. Sonst wo jetzt hängt, wo man ihn noch braucht. Zack, bam. Ach komm schon, Bruder. Still. Still. Gesagt, Liebster. Crystal, wärst du so freundlich? Es wäre mir eine Ehre, Schwester. Super. Eine Familienfehde. Bitte. In Humanismus haben.